Innerhalb einer Pressekonferenz im Hotel Schloss Pichlan präsentierte das EU-Förderprogramm LEADER seine aktuellen Projekte. Unter dem Titel »Die Schätze der Region« konnten 7 weitere Innovationen präsentiert werden. Im Aktionsfeld »Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe« findet das Projekt »Historische Kunstgüterbergung« im Salzbergwerk Altaussee Raum. Während des Zweiten Weltkrieges im Salzbergwerk Altaussee versteckte Kulturgüter finden eine neue Heimstatt und erzählen ihre spannende Geschichte. Völlig neu aufbereitet und inszeniert unter dem Titel »Das Glück der Kunst«. Alte Bräuche sind Zauber, so schrieb es bereits Paula Krocker. Mit der Dokumentation rund um das Krampusspiel in Öblan wird ein bedeutsames Zeitdokument in Buchform angelegt und sowohl der Bevölkerung als auch öffentlichen Archiven zugänglich gemacht. Das Aktionsfeld Wertschöpfung setzt durch folgende 4 neue LEADER-Projekte gute Akzente in unserer Region. Flusswandern auf der Enns erschließt ein Naturjuwel des Ennstales für Einheimische und Gäste. Durch dieses Projekt wird von Mannling bis ins Gesäuse eine neue, nachhaltige und umweltfreundliche Infrastruktur zur Entdeckung der Enns geschaffen. Ohne das Zuhören gibt es kein Erzählen. Der Tourismusverband Grimming-Donnersbachtal tritt seit 2017 als erzählende Region auf, die vorhandene Schätze und Besonderheiten erhalten möchte. Das Projekt Erzählende Portale soll den Menschen helfen, die Region als Ganzes wahrzunehmen. Der Stoder Zinken ist ein ebensolches Naturjuwel im Ennstal. Mit dem Masterplan Erlebnisinszenierung Stoder Zinken soll einer der schönsten Aussichtsberge der Region auf allen Ebenen erleb- und erfassbar gemacht werden. Auch die schönsten Tourismusdestinationen werden von ihren Mitarbeitern getragen. Mit dem Projekt Attraktivierung der Tourismusjobs in der Region Schladming-Dachstein werden die Mitarbeiter und deren qualitätsvolles Arbeitsumfeld in den Fokus gerückt. Im Rahmen des Aktionsfeldes Gemeinwohl, Strukturen und Funktionen wird das Projekt in Tressenstein – Schüler beleben die Tressensteinwarte – unterstützt. In diesem Projekt des Borgerzherzog Johann in Bad Aussee befassen sich die Schüler mit der Tressensteinwarte. Das Ziel des Projektes in Tressenstein ist es, den Wanderern die Möglichkeit zu geben, über verschiedenste Künstler, Maler, Dichter und viel mehr mit regionalem Bezug mittels QR-Code, Infos sowie Biografien direkt und vor Ort via WLAN zu erhalten. LEADER bewegt die Region. Das ist für Geschäftsführerin Barbara Schiefer klar. Ja, also wir sind wirklich sehr froh und dankbar, dass wir über 70 Projekte jetzt laufen haben. Quer durch die Palette, muss man sagen, von Tourismus über Kultur, Naturschutz bis zu Bildung, Jugendprojekten. Also eine tolle Sache und jedes Projekt für sich bewegt was in seinem Umfeld. Seien es jetzt geschaffene Arbeitsplätze oder mehr Besucher im Tourismus, sei es, dass man ein Naturjuwel wiederentdeckt hat, dass die Biodiversität, die Artenvielfalt gesteigert wurde. Also ganz unterschiedlich wirkt jedes Projekt für sich und alle zusammen sollen einfach das Ennstal und Ausseerland positiv weiterentwickeln und einfach ja, in eine gute Zukunft bringen.
Für Obmann Albert Holzinger hat sich Lieder als absolute Erfolgsgeschichte für unsere Region erwiesen. Ja, schon, wenn man bedenkt, dass über 3 Millionen an Fördersummen vergeben wurden, ist das doch eine ganz schöne Summe. Und wir sind stolz, dass uns dies auf diese Art und Weise gelungen ist. Im Zeitraum von 2014 bis 2020 wurden über 70 Projekte mit einem Fördervolumen von rund 3 Millionen Euro umgesetzt. 18 Gemeinden im Ennstal und Ausseerland haben mit Hilfe von LIDER neue Innovationen und nachhaltige Aktionen gesetzt. Es sind Ideen von Menschen aus unserer Region und für unsere Region mit LIDER.